Hallo und herzlich willkommen beim Gartenkanal und zum weiteren Video aus dem Wald. Allerdings ein neues Format. Catch, Clean and Cook ist mal der Arbeitstitel. Um was geht's? Ich zeige euch, wie ich Pilze sammle, wie ich sie küchenfertig mache und dann letztendlich zubereite oder was draus gekocht wird. Viele von euch haben sich so ein Format gewünscht. Dementsprechend hier ist es. Wir sind in einem neuen Wald und bisher waren die Pilzfunde wirklich sehr bescheiden. Jetzt aber zum Start von Video Hammer ein, ansonsten könnte es auch nicht stattfinden. Ich wünsche euch ganz viel Spaß damit. Wenn es gefällt, Däumchen nach oben nicht vergessen und gerne Kommentar hinsichtlich ja, Namen fürs Format auch da lassen. Zum Standort. Wir sind momentan am Waldrand eines trockenen Mischwaldes mit kalkhaltigem Boden. Wir haben hier Buchentotholz und was ist dran? Judasohren oder auch Muerpilze genannt. Das hier sieht doch wirklich prächtig aus. Es war jetzt noch nicht die optimale Erntegröße bei den meisten für uns, aber drei kommen auf jeden Fall mit. Wobei, da sind ja auch noch ein paar. Und typischerweise kommt das Judasohr oder unser einheimischer Muerpilz am Holunder vor. Das sagt auch ja der Name Holunderschwamm schon recht eindeutig. Aber hier an Buche und diesen Winter oder diese Wintersaison sehr oft an Buche. Lohnt sich dann auch im weiteren Aschbereich zu schauen. Denn ganz so mächtige, dicke Stämme wie die Aussteinseitlinge für ein erfolgreiches Fruchten brauchen die definitiv nicht unsere Judasohren. Ja, wir gucken mal weiter am Holunder. Am Holunder bisher wirklich noch gar keine Funde. Und auch schon die ein oder andere sehr interessante Aussteinseitlingsstelle hat man schon. Bisher kein Erfolg. Naja, neuer Wald, neues Glück. Wir ziehen weiter. War hier etwa der Fritz da? Na, ich glaube, der wird es etwas professioneller machen. Da haben wir unseren wunderschönen Kraichgau. Aber schaut selbst. Und ganz hinter erkennt man auch schon ein bisschen was vom Schwarzwald. Unser Weg wird uns jetzt hier am Waldrand entlang führen. Holunder eben ein bisschen im lichten Waldrand. Ja, und dann werden wir immer wieder ein bisschen reingehen, wenn wir was Interessantes sehen und nochmal auf Aussteinseitlinge hoffen. Immerhin haben wir ja schon mal einen der zwei Zielpilze gefunden. Wer vorhat, langfristig Pilze zu sammeln oder es langfristig macht, darf ja nicht schnell frustriert sein. Hier, also das ist für mich jetzt so ein Musterbeispiel. Wir haben hier wunderschönen Holunder oder wunderschönes Totholz. Da könnten riesige Judasohren dran sein, vor allem auch in dem Durchmesser oder der Mächtigkeit hier der Stämme. Aber da ist nichts dran. Doch außenrum sehr viel Holunder, unter anderem hier, das werden wir uns jetzt direkt anschauen. Aber auch hier drüben liegt was auf, da hinten liegt was auf. Und das ist einer der Unterschiede, den ich euch hier heute mitteilen möchte. Wenn wir so noch relativ aufrechten Holunder haben oder auch noch stehenden und eben nicht ein sehr feuchtes Klima außenrum, werden wir an dem Standort eher am liegenden Holunder jetzt Judasohren finden, die wachsen, wo wir eben Bodenkontakt haben oder wo wir eben unter 10 cm sind, wo es ein bisschen feuchter ist. Sieht man auch sehr gut an Bäumen außenrum im Moos. Es geht nicht einen Meter hoch, sondern bleibt so ja, 10 bis 30 cm in der Höhe. Ja, und da haben wir sie. Und die hier würde ich jetzt nicht mehr sammeln. Unbedingt sind schon am Auflösen, schon zerflettert. Momentan fressen auch die Schnecken wieder ordentlich. Aber wir können die mal hier einfach drauflegen. Hier kann ich euch auch ein Exemplar zeigen, was nichts mehr für die Küche ist. Sehen hier schon deutliche Verfärbungen. Die Außenseite hat die gleiche Farbe wie die Innenseite. Was hier bei den Jungohren deutlich anders aussieht. Und wenn sie jung sind, ist das Ohr noch sehr dickfleischig und noch nicht, ich sag mal so, aufgefächert. Das heißt dann, je älter sie werden, desto mehr bildet sich dann diese typische Ohrenform aus. Auf der anderen Seite haben wir auch noch ein paar hübsche. Zum Beispiel das hier. Also klar, sie sind glibbrig, aber gerade in der Größe, wenn man drauf drückt, noch schön fest und eben ja, ein komplettes Ohr. Der Geruch roh ist so tatsächlich ein klein bisschen metallisch, so das gleiche metallische wie bei Blut. Und für den Blutzuckerspiegel hervorragend, da komme ich noch dazu. Und da kommen wir gleich dazu, werden wir uns die anderen Stellen anschauen. Also ist auch kurz gesagt, Judasohr reguliert den Blutzuckerspiegel. Opa hat Zucker und hat gesagt, er möchte es mal ausprobieren. Dementsprechend müssen wir mal gucken, wie wir die schmackhaft zubereitet bekommen. Man sagt auch, dass im asiatischen Raum oder im
chinesischen Raum sehr auch ganz gern gegessen werden, also die Moerpilze, weil man dann eben ja mit dem Reis viel Zucker aufnimmt. Aber die Einsatzgebiete sind natürlich nicht nur darauf beschränkt. Ja, ansonsten bieten die Judasöhrchen kulinarisch ja nicht den allerhöchsten Speisewert, sage ich mal, außer man mag halt wirklich die authentische asiatische Küche. Ist halt eine relativ glibbrige Geschichte. Und eben wenig Eingeschmack nimmt dann den Geschmack der Soße an. Wir sehen noch mehr toten Holunder. Und ich zeige sie euch. Judasohren hier. Und die sind schon wieder ziemlich eingetrocknet. Macht nichts. Kann man trotzdem ernten. Aber ja, kaum geht mal ein bisschen der Wind durch. Und es steht hier ein Stamm relativ aufrecht, trocknen sie wieder ein. Und sobald die Bedingungen passen, wachsen sie dann wieder weiter. Das gleiche gilt auch für Frosch. Man muss aber dazu sagen, das Judasohr ist eigentlich kein typischer Winterpilz. Es ist eher so ein Ganzjahrespilz. Im Hochsommer, wenn es komplett trocken ist, klar, gibt es dann nicht. Und ja, im Winter und Frühling haben sie vermutlich dann die Hauptsaison. Zumindest habe ich bisher so an meinen Stellen kennengelernt. Ja, das sieht gar nicht so schlecht aus. Ja, zur Erntetechnik. Klar, man kann sie auch mit dem Messerchen abmachen, aber es geht auch so ganz gut. Und nicht vergessen, die hier werden ja auch wieder ein bisschen größer, wenn sie dann Wasser abbekommen. Oh, das da unten habe ich gar nicht entdeckt auf den ersten Blick. Und ist noch absolut gut. Klasse. Und wir sind wieder fündig geworden. Da können wir es euch nochmal zeigen. Hier dann. Sowas angefressen, angegriffen und auch ja nicht mehr wirklich fest. Bleibt dann da. Nächster Fund. Wegrandfund. Freue ich mich immer besonders drüber. Oh, die sind jetzt wirklich in einem perfekten Zustand. Und rein damit. Und nochmal die umliegenden anschauen. Und was sehen wir? Ich glaube, es hat sich gelohnt. Ja, es hat sich gelohnt. Da haben wir wieder welche und die Schnecken, ja, sind direkt dran. Wie wir hier sehen können, ich nehme an, es waren wirklich Schnecken. Sonst fällt mir nichts ein, was hier an Judasohren frisst, was ich schon gesehen habe. Aber das hier ist auch mal wieder so ein absolutes Musterexemplar. Schön fest, dickfleischig und schon eine vernünftige Größe. Und schaut mal, wie zahlreich die hier fruchten. Und da haben wir mal viele verschiedene Größen nebeneinander. Bei mir im Garten fruchten sie ja momentan auch. Das ist dann immer so ein ganz guter Indikator dafür, dass gerade eben auch im Wald ja was gehen könnte. Gut, jetzt wieder trotz Bodenkontakt wenig. Also ja, Pilze, die Ausnahmen der Regel, wie schon so oft gesagt. Aber total spannend. Ich muss hier noch ein bisschen ohne Kamera, glaube ich, durchgehen, gucken und es noch ein bisschen genauer erforschen. Und dann sehen wir uns wieder am Ende vom Wald wieder oder hoffentlich mit Ausstandseitlingen. Der hier hat mich nochmal auf die Seite gelockt. Und ja, wir haben sie, unsere Ausstand. Auch mal wieder eine Wahnsinnsstelle. Aber jetzt schaut her, selbst die Kleinen hier, also die Lamellen sind deutlich braun, sind nicht mehr zu gebrauchen. Also wenn man weiter mal nach unten geht vielleicht, sieht man irgendwo noch ein halbwegs annehmbares Stückchen, aber von zersetzten Pilzen brechen wir hier nichts ab. Naja, da ist wirklich nichts dran für die Küche. Auch hier vorne leider nicht. Und auch auf der anderen Seite. Ja. Oh. Schade. War aber wohl 2 Wochen, so 1,5 Wochen auf jeden Fall zu spät dran. Aber wir haben immerhin eine Ausstandsstelle in dem Wald. Wobei das halt doch ein bisschen in Frustrationsgegenden geht, wenn man sowas findet. Oder man ärgert sich so ein bisschen. Aber ja, verfliegt auch wieder spätestens dann im nächsten Fund. Alles gut. So, dann gehen wir mal wieder auf den Weg hoch. Der ist hier nicht weit entfernt. War auch noch ein Bruchstück. Hier ist aber, glaube ich, nichts dran. Ja, und vielleicht entdeckt man doch noch Ausstand, wer weiß. Okay, Leute, ich habe ja gesagt, Judasohren, catch and cook. Aber wenn wir das sehen, müssen wir es ins Video mit aufnehmen. Also wir haben jetzt doch 1-2 neue Ausstandsstellen. Und schaut euch mal das an. Schaut euch mal das an, was das hier für ein
Lappen ist. So, also das ist weit größer als meine Hand. Da haben wir ähnliche Maßstäbe. Aber naja, absolut nichts mehr für die Küche. Brauche ich jetzt glaube ich auch nicht mehr dazu sagen. Und selbst hier komplett im Schatten unterm Stamm erkennen wir die Gelbtöne. Ja, und weiter unten gucken lohnt sich, weil sie sich auch mal ganz gern verstecken. Und das bedeutet für mich, wenn wir 200 Meter weiter Fruchtung haben, ja, gucken wir mal in 2,5, 3 Wochen, was hier so abgeht. Also vor allem bei so mächtigen Stämmen kann sich das dann sehr gut lohnen. Das wird jetzt die letzte Aufnahme aus dem Wald, aber das kann ich euch nicht vorenthalten. Wir sind jetzt bei der abgekrachten großen Buche weitergelaufen und schaut mal, was hier alles an Judasohren dran ist. Unglaublich, dann nehmen wir uns jetzt auf jeden Fall noch ein paar mit und dann sehen wir uns daheim in der Küche wieder. Neuer Tag, neues Glück im Gegenlicht. Ich mache aber schöne Überblendaufnahmen für euch. Ja, hier haben wir unsere Judasohren über die Nacht gelagert. Und klar, es wäre jetzt gar kein Problem, sie einfach so liegen zu lassen, aber dann trocknen sie doch wieder ein bisschen an. Dementsprechend ein feuchtes Tuch. Tuch einmal unter den Wasserhahn gehalten, ordentlich ausgewrungen und die Pilze eingeschlagen. Und was sehen wir? Tada! Frische, lapprige Judasohren und tatsächlich noch mit Eis dazwischen. Hat heute Nacht wohl wieder ordentlich gefroren. Aber sie sind auf jeden Fall gut mit Wasser gefüllt und nicht angetrocknet. Überwiegend sind die Öhrchen eigentlich schon küchefertig. Wir erkennen hier, da hat es ein kleines Stück Holz erwischt. Das zupfen wir natürlich ab. Und dann war es das hier aber auch in dem Fall. Manchmal rutscht auch noch ein bisschen Moos dazu. Oder hier an der Kontaktstelle oder Wuchsstelle am Holz haben wir vielleicht auch mal ein kleines Stückchen Rinde. Das kann man natürlich abschneiden hier. Am besten nicht ins eigene Fleisch schneiden. So schnell ist das erledigt. Aber wenn ich auch mal auf ein kleines Stückchen Holz beiße, macht es mir nicht so viel aus. Aber ich weiß, andere tun sich damit schwer. Und Öhrchen, die vielleicht besonders viel Moos drauf haben oder hier ein bisschen Erdreste. Ja, das ist relativ einfach, was man dann damit macht. Nicht hier runter in den Garten werfen, nein. Sondern einfach ins kalte Wasserbad. Ja, mit zwei Händen klappt es natürlich besser, aber wir können hier ein bisschen dran reiben und alles, was wir eben nicht dran haben wollen, abreiben. Und man sieht's, wir haben ja auch schon ein paar kleine Schwebteile im Wasser. Das wäre dann normal im Essen gelandet. Und wenn wir unsere Judasöhrchen abgewaschen haben, sie saugen sich natürlich auch wieder ein bisschen mit Wasser voll, wenn sie schon angetrocknet sind. Dann lassen wir sie einfach abtropfen. Judasohren bzw. Moerpilze werdet ihr in der Regel im Laden, ich sag mal zu 99,9% auf jeden Fall getrocknet vorfinden. Frische habe ich wirklich noch nie gesehen. Ich möchte euch aber mal zeigen, Stichwort trocknen, wie man die trocknet. Denn die Besonderheit ist hier, wir brauchen keinen Backofen oder auch kein Dörrgerät, überhaupt nichts Kompliziertes. Die Heizung oder sogar die Luft- oder Raumtemperatur kann hierfür ausreichen. Was gibt es zu beachten? Wir schneiden unsere Judasohren in die spätere Verzehrsgröße und Art und Weise zu. Ich habe hier Streifen und dabei beachten, wenn die wieder Wasser bekommen nach dem Trocknen, werden die wieder ungefähr dann so groß. Vielleicht ein klein bisschen kleiner. Dann gilt es noch zu unserem Judasohr zu sagen, prinzipiell roh verzehrbar. Das wird euch aber kaum ein Pilzcoach oder ein Pilzsachverständiger empfehlen in dem Fall. Denn wir können ja immer auch noch natürliche Verunreinigungen hier dran haben, Tierkot oder sonst was. Der Pilz per se, aber ohne solche Verunreinigungen, im einwandfreien Zustand, wäre roh verzehrbar. Geschmacklich gibt es mir jetzt roh nicht so viel. Und wenn ich ihn auch mal ein bisschen roher verzehren möchte, tue ich sie trotzdem vorher hier kurz abblanchieren. Ja, was gibt es zu beachten zum Schneiden? Nicht viel. Wir sollten uns jetzt natürlich nicht hier die Exemplare nehmen, wo noch Moos und so weiter dran ist. Also vorher waschen lohnt sich. Und dann einfach in die später gewünschte Zubereitungsform schneiden. So, hier haben wir mal ein paar. Und dann legen wir mal das auf die Heizung. Haltbarkeit, ja, wenn ich die jetzt hier so im Tuch einschlage, passt das für die nächsten 3 Tage. Wenn man sie so frisch halten will, länger würde ich es jetzt auch dann in diesem Fall nicht machen. Ist jetzt ja aber auch nicht nötig, die Judasohren so lang frisch zu lagern, denn man kann sie ja einfach trocknen und dann eben wieder ja, mit Wasser vollsaugen lassen. Wem das nicht schnell genug geht, dann mit dem Wasser vollsaugen, der kann auch gekochtes Wasser nehmen, sie darin kochen, geht ein bisschen schneller. Hier ist unser Tellerchen, da ist unsere Heizung. Wer natürlich
saubere Räumlichkeiten hat, nicht alles vollgestaubt, hat hier einen kleinen Vorteil. Wenn es so stört an der Heizung, der kann ja irgendein Mikrofasertuch oder so ein Käsetuch nochmal dünn drüber legen. In der Regel mache ich nicht an der Heizung, in der Regel verzehre ich sie halt dann frisch oder habe größere Mengen im Dörrgerät getrocknet. Aber nicht jeder hat ja ein Dörrgerät, nicht alle sind so pilzverrückt wie ich. Dementsprechend glaube ich für so ab und an Judasohren-UR-Sammler eine nette Alternative. Was ich heute noch koche mit Judasohren, muss ich mich noch entscheiden. Ich gehe jetzt aber erstmal bei dem Sonnenschein raus in den Garten. Und es gibt Pekingsuppe, habt ihr vermutlich schon im Titel gesehen. Und zwar die Variante mit Hühnchen. Dementsprechend Suppenhühnchen kommt gleich rein. Und ja, wir machen uns die Brühe selber. In der Einlage sind ansonsten Porree, Karotten, Zwiebeln, Knoblauch, Sellerie. Sellerie ist ja auch ein bisschen so Umami-artig, könnte man sagen. Und Ingwer. Ja, wir bedecken die Geschichte vollständig mit Wasser. Und dann kochen wir es auf. Und dann darf es für 2 Stunden bei einer niedrigen Stufe köcheln. Unsere weitere Einlage haben wir auch schon fertig geschnitten. Unter anderem haben wir Möhren in Streifen und die genauen Mengenangaben, beziehungsweise was heißt die genauen Mengenangaben, die ungefähren, mache ich euch in die Videobeschreibung. Ich bin da auch immer noch ein bisschen beim Austesten beim Rezept. Natürlich unsere Moer oder Judasohren und manche in längeren Stücken, manche in kleineren. Rote Paprika fürs Farbspiel und die einfach für mich so in eine Pekingsuppe reingehören. Dann auch noch Bambus. Und ja, ich habe mich für eine Variante entschieden, die hier in so Streifen kommt und dann eben ja feiner geschnitten. Ich zeige es euch mal hier. Ein paar der Asia-Zutaten verlinke ich mal in der Videobeschreibung, falls es für euch interessant ist. Dann noch Lauch oder Porree in kleinen Streifen. Der kommt üblicherweise nicht rein. Ich finde ihn ganz gut. Ja, ein tolles Farbspiel. Ja, dann nach 2 Stunden ist unsere Brühe fertig. Wir haben alles abgesiebt. So sieht die Geschichte aus. Nicht nur wirklich Fett obendrauf. Und dann machen wir mal ja, die weitere Würze. Hier kommt helle Sojasauce, 2 Esslöffel, dann 1 Esslöffel von geröstetem Sesamöl, 1 Esslöffel Reisessig. Da habe ich auch noch definitiv viel mehr reingemacht. Ich mag es gern wesentlich saurer. Das war jetzt 1 Esslöffel dunkle Sojasauce, 1 Esslöffel Zucker kommt noch dazu. Und auf jeden Fall 1 Esslöffel Paprikapulver, habe ich später auch nochmal nachgewürzt. Und ordentlich Pfeffer, damit habe ich auch nochmal nachgewürzt später. Aber bei solchen Sachen, wo man intensiv würzt, sollte man sich immer vorsichtig rantasten. Dementsprechend, ja, das ist mal so das Basisrezept für 1,5 Liter. Ja, dann kommt unsere Einlage rein, wenn wir die Brühe schon wieder auf Temperatur gebracht haben. Natürlich jedes kleine bisschen abkratzen. Und ja, den Umrührer, den habe ich übrigens selber gemacht oder selber geschnitzt. Müsste Kirsch- oder Apfelholz sein. Wenn ihr kein Schnitzvideo wollt, lasst mal gerne einen Kommentar da. Dann kommt wieder etwas Hühnchen dazu. Ich habe mich für die Brust entschieden. Dann Tomatenmark und ja, den Rest vom Hühnchen haben meine Großeltern für eine Hühnerbrühe bekommen, haben sich sehr drüber gefreut. Wir kochen das Ganze auf, bringen es auf Temperatur. Ansonsten ist das Grün doch wirklich sehr, sehr knackig. Aber auch nach dem kurzen Aufkochen hier, ja, bleibt es knackig. Dann kommt unsere Gewürzmischung hinzu. Schüssel schön auswaschen natürlich. Und dann können wir auch das erste Mal probieren und abschmecken. Das ist ja in dem Bereich hier ganz wichtig. Ich ja, teste mich einfach heran, wie es mir am besten schmeckt. Die Sojasoßen sind ein klein wenig salzig, aber nachsalzen war auch nötig. Genau wie nochmal nachpfeffern und hier nochmal Paprika. Auch nochmal ein bisschen Essig kam dazu. Und hier haben wir jetzt was, hat man bisher neu zu sehen, unsere Maisstärke, Cornstarch auf Englisch. Ja, 2 Esslöffel kamen jetzt hier rein. 3, wenn man 3 dazu reinmacht, ist eher so ein bisschen diese typisch etwas dickere Konsistenz, wie man es kennt. Jetzt war es so halb dick, so würde ich es beschreiben, oder halb sämig. So mag ich es ein klein wenig mehr, wenn es doch noch so ja, den typischen heimischen Suppencharakter hier bei uns hat. Ja, zum Schluss nochmal ein paar Lauchzwiebeln dazu. Und ja, dann sind wir fertig zum Servieren und es ist so meine Variante der Pekingsuppe, die mir persönlich hervorragend schmeckt. Und ja, ich freue mich, es mit euch zu teilen und wenn ihr es mal nachkocht, dann gebt mir ganz gerne Bescheid. Großer Aufwand für die Judasohren, aber gut, es ging jetzt ja auch um die Pekingsuppe an sich. Jetzt probieren wir mal, schmeckt es wie beim Chinesen, ist vergleichbar. Das kommt verdammt gut hin. Hot and Sour Soup. Ja, jeder macht da seine eigenen Sachen sicherlich rein. Bei vielen kommen jetzt keine Lauchstückchen noch dazu. In China gibt es noch die Variante mit Schweinefleisch, Hackfleisch. Wem das nicht gefällt, der kann Gemüsebrühe nehmen und Tofu gibt es auch Varianten. Aber für mich gehört hier die Hühnerbrühe zu.
Ich habe jetzt hier nur das Brustfleisch verwendet, den Rest haben meine Großeltern bekommen. Die machen sich damit auch nochmal eine Brühe. Also wird alles verwertet und das Hühnchen war Freilandhaltung vom Bauer um die Ecke. Ist mir ein ganz wichtiges Anliegen. Also ich bin sehr, sehr angetan. Rezept ungefähr mit Mengenangaben immer wieder ein bisschen nachwürzen musste ich trotzdem unten in der Videobeschreibung. Und das war das erste Catch, Clean and Cook. Eure Meinung zum Format gerne unten in die Kommentare. Sonst, wenn es gefallen hat, gerne Däumchen nach oben da lassen, Video gerne teilen, Kanal abonnieren kostenlos und so weiter. Ihr wisst Bescheid. Ich danke euch fürs Zuschauen, wünsche euch ganz viel Erfolg bei eurem Projekt. Macht's gut, bis zum nächsten Mal und ciao.